Juhu, Smash Brothers Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Super Smash Brothers Gonna Play Them All, mein Playthrough zum Smash Brothers Profi. Okay, das wird nie passieren, aber wir gehen alle Charaktere durch und lernen alle mal kennen. Und ich bin auf einen Kommentar aufmerksam geworden von Mario Stern 1. Bowser Jr. ist unnormal brutal. Der hat so viele starke Attacken und fast keine davon hat irgendeinen Nachteil. Na, dann werden wir uns Bowser Jr. doch mal anschauen. Wie war das noch? Weitere Modi. Solo. Training. Denn bevor wir uns in die Schlacht stürzen und versagen, würde ich sagen, sollten wir erstmal trainieren. Was nehme ich, wo ist der denn da? Bowser Jr., was gibt's denn alles? Wir können ihn als Ludwig spielen, als Lemmy, als Martin, als Iggy, als Wendy, als Roy und als Larry. Das ist ja super. Oh, Wendy ist super. Wendy, beste. Aber bevor wir das machen, muss ich hier unten erstmal wieder meinen Namen ändern. Das irritiert mich das die ganze Zeit wieder. Roy, Wendy. Und ich würde sagen Wendy. Oh, die Com ist wieder auf Stufe 3 gestellt worden. Das finde ich jetzt nicht so gut. Machen wir mal Stufe 6. Sind wir mal ein bisschen YOLO. Das wird nicht gut. Wendy! Ah, eine Stage, wo man noch runterfallen kann, ist mir eigentlich immer am liebsten, weil sonst übt sich das nicht. Wir können ja mal das klassische Stadion nehmen. Schlachtfeld, großes Schlachtfeld, großes Schlachtfeld. Dann haben wir ein kleines bisschen mehr Platz. Bowser Jr., das kann ich gar nicht so schnell lesen. Zuerst mal dürfen wir wieder, ohne dass irgendwas, ohne dass uns irgendwas behindert, spielen. Wir haben Bowser als Gegner, das ist ja super, als quasi Bowser Jr. Oh, das sind ja starke Attacken. Also springen ist klar. In unserem süßen kleinen Mobil können wir springen, recht hoch sogar, wie ich sehe. Nicht übel. Okay, also der Sprung von Bowser Jr., der ist ganz schön hoch, aber wir haben ja auch einen kleinen Propeller. Dasht auch recht schnell von der Geschwindigkeit hier voran. Die normale A-Attacke im Stehen ist... Oh, wow. Die kann wehtun mit den Fäusten. Wie sind eigentlich die Emotes? Super, mit den Pfeiltasten kann man nämlich Emotes machen. Das finde ich ganz klasse. Okay, in Bewegung ist die... Also in normaler Bewegung... In normaler Bewegung ist die A-Taste eine Gabel. Nach oben ist das so ein... Ist auch eine Gabel, wenn man nach oben springt und nach oben gedrückt hält, ist das ein Hammer nach oben. Nach unten... Eine Zunge. Halt... Nach unten gedrückt. Also halt langsam und nach unten. Und wie man ein bisschen hier im Speed drin ist, haben wir hier Rasierblätter. Das ist ja krass. Und die sind nach oben wahrscheinlich auch nicht so viel anders. Jawohl. Und nach unten. Halt. Oh, das wollte ich nicht. Huch. Nach unten. Ah, da machen wir dann mit einem Bohrerschaden. Wie habe ich das denn jetzt gerade hier gemacht? Wow! Okay. Wenn wir seitwärts fahren wollen, können wir einfach seitwärts laufen und B drücken. Dann bekommen wir ein Auto, das uns wahrscheinlich häufiger in den Boden rammen wird, als wir gucken können. Weil man kann einfach so... Wuhu! Ja! Sich ohne Probleme selber Schaden machen. Das ist super. Also, ich bin ja schon mit dem... Ja, es geht, aber man kommt recht schnell wieder raus, wenn man einfach die Richtung wechselt. Man muss halt nur darauf achten, dass man auch die Richtung wechselt, ne? Dann nimmt man ziemlich viel Fahrt auf. Aufgeladene A-Angriffe. Wie hier. Der ist nach oben jetzt ziemlich stark. Wow, nach unten hauen wir richtig mit so fetten Kugeln zu. Okay. Der hält ja den Gegner nochmal richtig fest. Der macht ja richtig viel Schaden. Okay. Und dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit... Okay, wir können uns die Smash-Attacke noch angucken. Achso, ich muss dann wieder hier das drücken. Okay. Wenn ich so den kriege. Ich bin auch so ein Mensch, der das Talent hat. Die Smash-Attacke nicht zu kriegen. Hallo, Bowser! Dann kommt Painting Mario und überall, wenn man die Ränder hier berührt, und das können wir dann vermutlich auch steuern, indem wir uns auf dem Bildschirm bewegen,
gibt es dann Schaden. Das ist interessant. Na gut, dann werde ich die Kommen jetzt einfach mal auf Angreifen stellen und mein Leben fürchten. Na, dann komm her. Ich versuche mir anzugewöhnen, mit den mit X und Y zu springen, wie ihr mir gesagt habt, weil das halt hilfreicher wäre. Ich damit besser klarkommen würde, vermutlich. Ha, ausgewichen. Das mit dem Ausweichen kann ich noch nicht sonderlich gut. Ich finde es sehr schwierig, das da so zu steuern. Wow, die kann echt ganz schön starke Attacken machen. Nein, nein, au. Also das mit dem Grabben. Das mit dem Grabben kann ich noch nicht so gut. Also ich weiß auch nicht. Ich aktiviere dann, wenn mich der Gegner angreift, irgendwie meinen Block, aber das bringt mir dann nicht so viel. Au. Ich glaube, ich muss einfach vorher blocken, bevor ich dann angegriffen werde, weil sonst habe ich davon nicht so viel. Au, schade. Okay, mit dem Charakter habe ich halt, ich glaube, nur einmal bis jetzt gespielt gehabt und halt Knöpfe gedrückt. Au. Ich bin mir gerade aktuell ein bisschen langsam vor. Aber wenn ich jemanden mal erwische, ist es gar nicht übel. Die Gabel ist super. Ich finde die Gabel einfach klasse. Ich pieke dich mit meiner Gabel. Ich pieke dich ins Auge. Wuhu. Das ist ja nett. Komm mal wieder runter hier. Bam. Das ist eigentlich nur B. Oi, Kanonenkugel. Nett. Komm mal her. Ich springe einfach drüber. Oh. Ich habe ihn mir geschnappt mit dem Hammer drauf. Okay, Bowser ist halt auch ein bisschen schwerfällig. Ich schätze mal, mit einem schnelleren Charakter hätte ich ganz schön Probleme, weil hier richtig ausweichen zu können und sowas rechtzeitig, das habe ich halt einfach wirklich noch so gar nicht drin, wie man gerade sieht. Kämpfe richtig? Au, ah, nein, nein, blöder Penner. Ich kann das mit dem Ausweichen einfach nicht. Ich kriege einfach das Timing dafür nicht hin. Es braucht irgendwie ewig, bis mein Charakter seinen Block wirklich macht. Und das will halt einfach nicht. Okay. Das hat Bowser wehgetan. Das hat mir wehgetan. Wie war denn das nochmal mit diesen lustigen Boxhandschuhen? Achso, das war dann im Stehenbleiben. Die tun ganz schön weh. Also, da muss man aber stationär für stehen bleiben, damit man das mit den Handschuhen machen kann. Und ich denke mal, dass man da oft die Gelegenheit zu haben wird. Auch schon. Wow. Ja, das mit der Ausweichrolle, das ist der Schild. Da kann man ausweichen. Au. Habe ich das in die falsche Richtung gemacht? Weil... Ich weiß es nicht. Das waren jetzt hier wieder die Rasierklingen. Die sind auch super. Au. Rosa, please. Hier frisst alles, was ich habe. Ah, aua. Oh mein Gott, man kann das Auto auch in der Luft benutzen. Das ist ja stark und ätzend gleichzeitig. Das sind schon wieder gemacht. Ach, ich war in der Luft und ich habe B nach unten gedrückt. Das ist ja lustig. Oh, jetzt habe ich nur B gedrückt. Okay. Ah, die Kanonenkugel ist ganz schön nett. Hast du das gerade nach mir selber geworfen? Bist du wohl auf damit, Bowser? Okay, ich denke, wir haben genug geübt. Ich werde das jetzt beenden und wir werden uns jetzt in eine Stage setzen und gucken, was passiert. Ich habe etwas Schiss.
Nein, ich möchte nicht das Training. Gedrückt halten. Wir werden jetzt wieder in eine normale 4 gegen 4 Arena gehen. Oh, das wollte ich nicht bis zurückdrücken. Ja. Da drücke ich ein paar Mal so auf den B-Knopf. Ich hoffe, das ist euch nicht so zu langweilig, dass ich halt die Charaktere mir immer ganz genau angucke. Aber um einen Charakter kennenzulernen, sollte man schon in etwa wissen, was er in welcher Situation tut. Und ich würde gerne mit Ludwig spielen. Ich finde Ludwig super und da steht schon wieder eine Spieler 1. Das nervt. Dass es nicht einfach mal merken kann. Achso, und die Com sollte ich vielleicht noch einstellen. Machen wir jetzt auch mal Stufe 6? Einfach no risk, no fun. Achso, dann ist es automatisch Stufe 6. Nein, ich möchte natürlich nicht auf Zeit, sondern auf Versuche. Siege! Siege! Und dann als Ludwig. Ludwig! Ludwig! Ha, ihr das sagt, voll gut. Stage. Ja, die war eigentlich ganz okay. Mit der kam ich gerade ganz gut klar. Zumal ich halt auch noch runterfallen kann, aber wie die... Ja, sagen wir mal, die Platzverhältnisse sind ganz gut aufgeteilt. Ach du Scheiße. Aua. Ich hab die Fresse gekriegt. Ich glaube, jetzt muss ich doch mal häufiger ausweichen. Die wissen aber auch genau, in welchem Moment sie... Ich will den Karton. Nein, ich will den. Oh, verprügelt wird von denen, da eiskalt. Naja, das hast du jetzt davon. Mein Schutzstyle. Bam. Wow. Okay, jetzt habe ich mal ausnahmsweise richtig geblockt. Der Gegner war in meiner Nähe und ich habe einfach mal geblockt. Wow. Ich will halt immer eine andere Ausweichrolle machen. Nein, dieser Schild. Ja, wenn du mir da reinläufst, kann ich auch nichts dran ändern. Halt, ich wollte ihn mal jetzt... Hammer, friss den Hammer, Metanite, friss den Hammer! Oh, du hast ein Schild da. Aber irgendwie auch nicht viel mit. Was ist das? Ah, nein, das ist ein Metroid! Vorsicht! The Baby, not the Baby! Gott! Metanite wird von dem Baby erstmal vollgehauen. Ja. Spaß, Blubak. Nein! Mit dem Ausweichen klappt schon ein bisschen besser jetzt. Ich einfach ziemlich häufig ausweiche. Sicher ist sicher, wenn ein Gegner in meiner Nähe ist, sollte man das wahrscheinlich auch einfach tun. Brumm, brumm! Also ich lebe noch! Ja, ich weich mal aus. Hallo! Nurak! Wow! Kaijutsu! Au. Das war jetzt ungünstig. Das Auto, ne? Was ist das denn da? Maestro! Au. Was kam da denn raus? Wie hat er das denn gemacht? Krasser Scheiß. Man kann halt auch noch springen und gleichzeitig blocken. Das ist natürlich ziemlich stark. Diese Autoram-Attacke ist schon ziemlich gut. Wow. Also mit dem Auto kann man sich echt retten, ne? In vielerlei Hinsicht. Gabel! Pausenlos am Blocken. Das im richtigen Moment zu tun, ist wirklich schwer. Aber es ist halt zum Beispiel, wenn der Gegner gerade so neben einem steht und dann so greifen will, dann zu blocken ist natürlich sehr sinnvoll. Ha! Bowlingkugel, also beziehungsweise Kanonenkugel. Und ewig blocken können die auch nicht? Oh, die ist nett. Schade. Jetzt nicht den richtigen erwischt. Okay, wenn man dann in eine bestimmte Richtung drückt, dann kommt dieser Grab raus und man kann jemanden grabben.
verstehe ich das. Wenn man, also beim Blocken. Oh, also die Sägeblätter, ne, die sind schon... Au. Au, mies. Da blockt man einmal nicht und kriegt man gleich auf die Nase. Hallo, ich will auch mitmischen. Mich zu ignorieren! Au, Meta Knight. Please. Ach, oh, Gulbak regeneriert einfach mal eiskalt. Der Angriff ist auch so lange von Bowser Jr. bzw. Ludwig hier in dem Fall. Der kann, also der Gegner blockt und du kannst halt immer noch trotzdem weiter angreifen. Oh, ein Smash. Nein, ich will den Smash haben. Nein, scheiße, Gulbak Jr. hat den Smash. Und sowas von weg hier. Wieder weg. Kann ich den eigentlich noch... Hat er den daneben gesammelt? Nee. Ich hatte nichts damit zu tun. Was auch immer passiert ist. Ich hatte nichts damit zu tun. Wow. Hast du gesehen? Nein, nicht den Pokéball. Au. Ein Mauzi, das wirft immer mit Geld. Das finde ich nicht so gut. Also ich meine, mit Geld werfen ist eine tolle Sache, ne? Alter, das Auto ratzt einen ja weg, ey. Hier, frisst meine Bowlingkugel. Oh, was ist das denn? Das ist ein Pseudo-Zug. Das ist zum Henker. Das ist auch aus Dragon Quest, oder? Au. Hallo? Das nervt. Das war klar, dass das jetzt passiert. Ich habe nichts mehr gesehen. Der Kerl nervt ja wie Sau. Was ist das da? Ball. Hier. Was macht das Ding? Ja, komm her, Glurak. Wir haben kein Problem mit. Bam! Glurak ist aber auch schwerfällig, ganz ehrlich. Blöder Sack. Wieder in die falsche Richtung. Ich kann das nicht so gut. Also das mit dem Ausweichen muss man richtig üben, aber richtig. Da muss man viel gegen die Kommen spielen. Am besten gegen richtig starke Kommen, am besten Stufe 9 wahrscheinlich. Volle meine Kanonenkugel, Bitch. Ludwig. Glurak so, ah, ich applaudiere. Blaues Glurak sah echt cool aus. Nicht übel. Ja, das war auch ganz schön anstrengend. Oh, oh, neuer Gegner. Nein, den mag ich nicht. Den kenne ich aus den anderen Brawl-Teilen. Er war irgendwie voll scheiße, glaube ich. Weiß es nicht mehr. Ich habe Angst. Der wird mich so wegnatzen, ne? Aua. Hast du schon mal getroffen? Alter, der... Au. Au. Die machen mir auch noch Aua. Was ist das denn für eine scheiß Stage? Wir kommen hier hoch. Für ein kleines Arschloch. Mr. Game & Watch, ganz ehrlich, nee, also das ist krass. Das ist mir zu krass. Das ist mir, dafür bin ich doch viel zu langsam. Viel, viel, viel zu langsam. Aber so an sich ist das auf jeden Fall ein ganz interessanter zu spielender Charakter. Sehr viele Möglichkeiten, sich durch sein Auto schnell aus dem Spiel zu bringen und wieder ins Spiel zu bringen. Da muss man natürlich einfach noch viel mehr wissen, was der wo zu welcher Gelegenheit in welcher Situation tut, um ein Gefühl für den Charakter zu kriegen. Das habe ich bis jetzt nur für Rosalina und Luma, weil ich das mehrfach gespielt habe, und für Kirby,
Aber alle anderen Charaktere, ich und... Na, nee, 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 nee. So leisten, üben, 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 üben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Smash Brothers. Gonna play them all. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge. Und ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, welchen Charakter ich als nächstes ausprobieren soll.